Hallo von der Embedded World. Wir sind diesmal zu Gast bei unserem Kunden Trinamic. Und mein Gesprächspartner ist in diesem Jahr wieder Michael Rand. Ja, Herr Rand. Hallo. Schön, dass Sie für uns Zeit haben. Was sind Ihre Höhepunkte zur diesjährigen Embedded World? Ja, wir haben eine neue Reihe von Chips, die speziell fokussieren auf den Betrieb bei niedrigen Spannungen. Ja, der Hintergrund ist, dass wir immer mehr Antriebe haben. Die batteriebetrieben sind immer mehr Geräte im Kontext IoT oder Personal Medical Devices, die also einen kleinen Motor haben, aber als Energiequelle dann tatsächlich auch nur eine Zelle oder zwei Zellen. So, das erfordert natürlich, dass man Treiberchips machen muss, die an diese niedrigen, für Motorantriebe vergleichsweise niedrigen Spannungen angepasst sind. Motion Control. Ja, klar. Motion Control ist, auch wenn Sie sich die Show angucken hier, ist inzwischen überall. Ja, es gibt in natürlich den Bereich der industriellen Automatisierung, aber das gesamte menschliche Umfeld erfährt eigentlich eine Automatisierung. Ja, so, und man sieht das in allen möglichen Lebensbereichen, und all diese Antriebe müssen gesteuert werden. Und das muss präzise erfolgen, das muss energieeffizient erfolgen. Und der Wunsch ist natürlich auch, dass es sehr leise erfolgt, sodass es eigentlich unhörbar ist, diese Automatisierung. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön. Ciao.